Voilà, kurz gespielt, was ich wollte so. Den ersten Akkord als normalen Akkord, also das Si Re Fa, also ein ganz normal Si bemol Major. Und da könnt ihr den zweiten, und da hat er da schon den Akkord, den auf der Ganztonleiter beruht. Und den dritten noch, das sind am Anfang zwei Suiten von Ganztonart-Akkorden. Gut, ich habe noch genug von dem gespielt. Ich wollte schon eigentlich vom Voile schwätzen. Der Voile fängt um mit großen Terzen. Das geht dann noch an der Ganztonart. Das geht so. Also Voile heißt Schleier. Es soll nicht so viel Stur sein. So. Und da könnt ihr so ein Pauk. Die spielt und die bleibt nur andauernd während dem ganzen Stück. Und dann kann das Thema, das sind ganze Noten. Das geht dann so vier und das geht dann auch immer mit komplex. Also am Anfang sind immer Terzen, dann ab einmal kommen Quarten. Und da könnt wer eben auch Datei kennt dann. Das ist die große Quarte. Die große Quarte, das ist ein Akkord, der quasi nie benutzt wird, wäre sogar im Mittelalter verboten. Den berühmten Carte du Diable. Voilà. An den hat da ganz viel eben an der Tonart als die normal. Das ist, die steht gut nicht, die klingt nicht brutaler, nicht. Das ist einfach angenehm nutzwärts. Und dann, was aber interessant ist, weil wir ja eben von all der asiatischen, auch noch orientalischen Musik begeistert. Am Mittelteil, da schreibt ein Teil, den ist nicht an der Ganztonart, weil der ganze Rest ist Ganztonart. Aber du könnt dann auch immer etwas an das Pentatonisch. Guck, Radio 100,7.